Einblick, Durchblick, Animando. Ja, ich kann mich eigentlich nicht an einen Verlag oder so binden. Das heißt, wann immer jemand was haben will, zeichne ich halt Projekte. Und manchmal sind es halt auch wirklich nur Buchcover oder Game Design Sachen. Was immer man braucht von mir, man kriegt's. Und ja, also ich mache Verschiedenes. Jetzt gerade zeichne ich ein Info-Manga über Ramen, also japanische Nudelsuppen. Der sollte demnächst im Sommer rauskommen auch. Und das letzte Projekt, was ich beendet habe, ist mit Tokyo Pop gewesen. Heißt Crash and Burn und kommt im August raus. Also eigentlich ja, ist das so ein bisschen so eine Pause. Auch wenn ich trotzdem noch an einem neuen Projekt arbeite, ist das recht klein. Und ja, also das ist so gerade das Aktuellste. Also das mache ich unheimlich gerne, das, was ich weiß, einfach weitergeben an jüngere Zeichner. Als ich Teenager war, hatte ich das eben nicht. Ich hatte keine Lehrer, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Und ich finde das einfach enorm hilfreich für junge Leute und es motiviert sie und es macht mich unheimlich glücklich. Und ja, also auf Conventions und Events mache ich manchmal eben Vorträge, Workshops, manchmal auch einfach nur Frage-Antwort-Sessions und die Leute freuen sich und ich mich auch. JMAC habe ich letztes Jahr vom Februar bis Oktober ja gemacht und es hat mir unheimlich gut gefallen. Obwohl ich Manga-Zeichnerin bin, habe ich eigentlich nie Zeit gehabt, Manga zu lesen und Anime zu schauen und so. Und da ich das für die Show halt Rezensionen machen durfte, das war echt unheimlich schön. Ja, und ich habe einfach ganz viele neue Fans dazu gewonnen und auch andere Leute, die sonst meine Sachen nie gelesen hätten. Und ich treffe immer wieder auf Cons und Messen Fans, die mich immer noch ansprechen und sagen so, wir vermissen dich. Und also es wärmt mir wirklich das Herz und ich vermisse es auch sehr. Oh, der ist recht voll. Also ich mache im Grunde morgens ganz viel E-Mails und Rechnungen schreiben und all den Papierkram und dann den Rest des Tages meistens bis spätabends zeichne ich dann wirklich den ganzen Tag durch. Es kommt immer darauf an, ob gerade ein Projekt ansteht, dann kann es halt auch wirklich bis nachts um 2, 3 gehen, je nachdem. Und wenn alles gut läuft, vergesse ich nicht, mein Abendessen zu essen und so. Ja, und natürlich, wenn mal nichts ansteht, dann ist das eigentlich ganz locker. Aber generell arbeite ich auch Wochenenden durch, weil halt auch viele Messen an Wochenenden sind und so. Das Schöne ist natürlich, als Freiberufler kann ich mir das einteilen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich dann unter der Woche frei nehme oder so. Aber allgemein ist es ein ziemlich stressiger Job. Ja, also wie gesagt, das eine Projekt, was jetzt beendet ist, kommt im August raus, Crash and Burn bei Tokyo Pop. Und diesen Ramen-Manga gibt es dann auch im Laufe des Sommers. Und ich weiß noch nicht, also ich habe ja auch einen Webcomic, den ich ab und zu update. Da möchte ich ein bisschen mehr draus machen, mal schauen. Also ich bin im Moment ziemlich offen für Neues. Ich lasse mich überraschen, aber es wird auf jeden Fall ganz viel Neues geben. An Ideen mangelt es mir auf jeden Fall nicht. Ja, anders als man erwartet von einem Mädchen wie mir, ist mein absoluter Lieblingsmanga Berserk. Und auch der Anime ist mein Lieblingsanime. Also ich liebe Dark Fantasy und auch so Sachen wie Game of Thrones und so. Und also Berserk, eindeutig, da kann nichts anderes gewinnen.